Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Diesmal, ja, nicht in Hogwarts, obwohl ich da gerade ein bisschen süchtig war, ehrlich gesagt. Ja, komm, wir greifen nochmal diese Festung hier an. Das habe ich jetzt schon länger gemacht. Und dann machen wir die Priester des Exlepois. Kriegen wir dann auf jeden Fall hin. So. So, es fehlt noch der Schatz. Noch der Schatz. Da ist nichts. Also, da fehlen dann noch zwei Schätze. Ein Befehlshaber, das weiß ich. Ja, das und das fehlt auch noch. Einmal Kriegsvorräte, ein Befehlshaber, ein Polemarch und Das Schätze. Gebiet wird sicher gut verteidigt. Okay, es fehlt noch verdammt viel. Ich versuche jetzt einfach unauffällig hier reinzugehen. Oh fuck. Das wird jetzt hier schon gefährlich. Vielleicht versuche ich doch erstmal in den Schatz zu gehen. So, perfekt. Dann, warum ist da einer runtergefallen? Habt ihr das gesehen? Dann versuche ich jetzt den auszuschalten. Okay. Und abhauen. Ohne dass mich jemand sieht. Dann kann ich speichern und dann habe ich noch eine Sache geschafft. Yay! Wie gesagt, das ist die neue Taktik. Oh, lag hier irgendwas? Das Coole ist, das hat auch gar keiner mitbekommen. So, jetzt versuche ich hier noch einen Befehlshaber, muss ich, und ein Polymärchen. Also das hat überhaupt nichts gebracht. Dann versuche ich jetzt den zu machen, der da schläft. Und auch dann hau ich wieder ab. Ach, deswegen hatte ich den noch nicht. Entschuldigung. Er war gar nicht richtig tot. Dann hat das Speichern auch nichts gebracht. Sorry, dann muss ich das nochmal machen. Wollte schon sagen, ich glaube, ich musste nur noch zwei. Warum musste ich jetzt noch einen? So, dann aber das hier jetzt speichern. Sehr gut, weiter geht's. Ja, der andere pennt auch. Dann mache ich den Polemarchen am besten jetzt. Wenn ich doch gerade so einen Lauf habe. Warum ist da jemand mit Pferd? So, jetzt gehen wir hier rein. So, da ist auch der Schatz, den können wir danach machen. Jetzt nehme ich noch den Schatz und dann haue ich hier ab.
Geil, direkt einen Stufenaufstieg. So, jetzt brauche ich nur noch einen Schatz und Kriegsvorräte. Ganz ehrlich, man sollte hier abhauen. Man sollte das nicht direkt provozieren. Kann ich hier aus der Festung abhauen? Ich meine schon, oder? Ja. Na komm, hau einfach ab und speicher. Ist doch jetzt egal. Übrigens, ich habe gelernt, dieser Todessprung ist eine Fähigkeit. Den habe ich irgendwann bekommen. So, perfekt. So, ihr habt gar keine Befehlshaber mehr. Jetzt mache ich noch die anderen Sachen und dann, was ist das? Oh, scheiße, noch zwei Schätze. Ich sehe hier nur einen, das ist gerade das Problem, so ein bisschen. Was mache ich hier? Danke. Wo ist der andere Schatz? Egal, den werde ich noch irgendwann kriegen. Oh nein, jetzt hol bitte keine Verstärkung. Okay, denen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich ein paar Leute getötet habe. Ist natürlich ein bisschen ungünstig. Gebe ich ja zu. Das ist wohl die Verstärkung. Jetzt eigentlich nur zu dem Schatz. Der Stadtschat ist wahrscheinlich auch ein Schatz. Oh, scheiße. Egal, es hat gespeichert. Das reicht mir. Okay, weg da, weg da, weg da. Oh, geil, da ist ein Pferd. Interessant. Wie ich da reinkomme, keine Ahnung. Vielleicht gehe ich erstmal hier hoch. Dann vielleicht hier rein. Nee, hat sie auch nicht. Geil, irgendeinen Auftrag habe ich abgeschlossen. Eigentlich möchte ich nur hier raus, weil ich gleich nochmal wiederkommen möchte, um noch die restlichen Schätze zu holen, aber das natürlich auch erstmal noch gespeichert werden sollte. Okay, einfach erstmal abbauen. Dieses Holz hier mitnehmen. Wenn ich nicht zu dumm bin. Dann auf jeden Fall gleich mal neu im Inventar. Neue Pfeile machen, die wurden nämlich auch jetzt schon viel benutzt. Und speichern, wenn das geht. Ja, perfekt. So, dann, was fehlt? Ich check halt nicht, wo der andere Schatz ist. Also ein Schatz ist klar. Der Startschatz ist da noch. Aber wo ist noch ein Schatz? Da müsste irgendwo noch ein Schatz sein. Ja, und da, okay. Ja, ich nehme den Startschatz jetzt mal auch als Schatz. Sorry. Immer noch ziemlich Probleme mit meiner Nase. Die läuft. Oh mein Gott. So. Aufmerksamkeit. War da was? Da muss ich rein, würde ich sagen. Ich warte jetzt hier. Dann gehe ich jetzt hier rein. So, das Husten merken die hier nicht.
hoffe, das zählt als Schatz. Ja, das zählt als Schatz. Dann gehen wir hier die Leiter hoch. Ich will jetzt einfach hier den Schatz noch irgendwo hier reingehen. Den Schatz stehlen und abhauen. Das ist jetzt die Taktik. Ist doch egal, das ist die Taktik. Abhauen, die sehen mich nicht. Und abhauen. Ja, perfekt. Das habe ich gut gemacht. Nächsten Ort auswählen. Diesen Ort hier. Da muss ich eh hin. Also schön so rumgehen, an der Festung vorbei. Wie gesagt, ich finde, das habe ich gut gemacht. Ja. Ich hoffe, das speichert jetzt auch mal. Wir nehmen unser Pferd, dann sind wir schneller. Ganz ehrlich, man muss einfach Pause machen, was anderes spielen und dann wird es auch wieder. Den Baum noch mit. Oh, 9 Olivenholz an einem Baum. Ich weiß eh nicht, in was sie das messen. Vielleicht Ästen, die man kriegt. Es waren jetzt 8. Wir haben übrigens heute Mittag, ohne aufzunehmen, eine Sanduhr-Quest gemacht. Einfach um Geld zu kriegen. So, jetzt gehen wir hier hin. Schatz und Anführerin der Jäger. Was ist denn die Anführerin? Gibt es da 2? Ist die eine das? Und wiederkommen. Wir können gleich den Rest machen. Das ist jetzt die Taktik. Eine Sache machen, speichern. Und dann die Anführerin und wieder abhauen. Ah, da habe ich Stein übersehen, ist egal. Komm, vielleicht können wir diese Sanduhr-Quest da auch noch machen. Wenn wir da jetzt eh schon lang gehen. Kriegen wir die auch noch hin. Ah, und dann würde ich mal den einen Fähigkeitspunkt gerne machen. Kann ich dir behilflich sein? Schon vor einigen Stunden sollte mich ein Soldat hier treffen. Wir wollten diesem Krieg entfliehen. Mhm. Vielleicht kommt er noch. Dann könnt ihr gemeinsam ein neues Leben beginnen. Ich weiß, es ist dumm. Ich dachte nie, dass ich mich einmal in einen Freier verliebe. Ich fürchte, dass die anderen Soldaten von seinem Vorhaben erfahren haben. Dann werden sie ihn umbringen. Bittest du mich also, ihn zu beschützen? Ja, ihm darf nichts zustoßen. Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Ich stehe in deiner Schuld. Überlass das ruhig mir. Alles klar. Ja, das machen wir nach dem Lager. Ach so, ich wollte noch den Fähigkeitspunkt machen. Ich habe jetzt gelernt, man kann sich auch hier eine zweite Reihe ausrüsten. Und das ist wohl richtig gut. Das will ich auf jeden Fall machen. Und flammender Angriff. Ich mache jetzt erstmal flammender Angriff. Mache ich auf 4. Kann ich ja nachher mal ausprobieren. So, wenn man jetzt hier so drückt, wechselt man da durch. Jetzt einmal flammender Angriff ausprobieren. Ja, eigentlich ist Leonidas Schwert schon das Geilste. Das lassen wir noch mal. Das war irgendwie dumm mit dem Raubtier, sorry. Aber jetzt bin ich schon in der Nähe von den Nebenquests.
Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ich probiere es jetzt einfach. Und abhauen, abhauen, abhauen. Ich habe das Lager geschafft. Der Rest ist mir jetzt egal. Ich hau jetzt hier einfach ab. So, jetzt machen wir noch die Nebenquest. Ach, das geht mal gar nicht so hin. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, nicht, dass das im Lager ist, so. Genau, schön hier lang an dem Lager vorbei. Das Lager habe ich jetzt abgeschlossen. Die Leute können mir jetzt egal sein. Ich darf da nur nicht in der Nähe hin. Muss aber grob wieder in die Richtung, weil ich hier zu dieser Quest muss. Und wartet mal kurz, ich mache wieder lauter. Ich musste für Hogwarts Legacy musste ich leiser machen, weil das Spiel selber so laut war mit der Musik und so. Das war für mich irgendwie schon unangenehm. Jemand sagte, du könntest Schutz brauchen. Bei Zeus, gerade rechtzeitig. Dein Speer wird gebraucht. Angriff! Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Was ist das hier für eine Scheiße? Nein! Ah, man muss das nur einmal aktivieren, dann hat man das. Geil. So, reicht das jetzt? Okay, die kann ich nachher noch abhauen. Abhauen, ich komme gleich wieder. Es ist jetzt zu scheiße hier. Ich werde gleich sterben. Hau ab. So, verstecken. Jetzt kann ich wieder dahin gehen. Weil so ging das echt gar nicht. Vielleicht jetzt Attentat, wenn das geht. Oh, scheiße. Hau ab. Hau ab. Komm gleich wieder, hau ab. Ja, ich komme gleich wieder und hau ab. Jetzt kann ich da zurückkehren. Jetzt habe ich den geschützt, aber bei seinem Lager habe ich doch eigentlich auch noch Tote hinterlassen, oder? Ja, hier. Ah ne, nur aufheben. Okay, das habe ich jetzt gestohlen, aber hat ja keiner gesehen. Ja, komm, dann ist es egal.
Dann gehe ich jetzt zurück und sage, ich habe dem Typen geholfen. Und dann kann ich weiter mit der Quest machen. Sag schon, konntest du ihn beschützen? Er hat es nicht geschafft. Du wusstest, wie wichtig die Aufgabe war und hast trotzdem versagt. Ich tat, was ich tun musste. Toll, jetzt kriege ich gar kein Geld. Momento. Wir lügen jetzt. Und machen das Ganze nochmal. So, wir lügen die jetzt an. Weil ganz ehrlich, ich brauche das Geld. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Aber man kann ja nicht rennen, die rennt ja immer automatisch. So, jetzt muss ich da aufpassen, nicht, dass die was von mir wollen. Einen großen Bogen um die rumgehen. Oh, die Musik ist cool. So, geiler Todessprung. Ah, doch nicht. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich jetzt diesen Todessprung kann. Der hilft schon bei einigem. So, und jetzt lügen wir einfach. Ist doch gut, dass man immer wieder zurück kann. Sag schon. Er ist wieder in Sicht. Wie eigenartig, dass ich gar nichts von ihm gehört habe. Kannst du mir die Lüge verüben? Ah, scheiße, ist egal. Okay. Hab immer ein bisschen was bekommen. So, jetzt gehen wir da lang und holen uns die Nebenquests ab. Holen uns da dieses Schnellreisen ab. Oder synchronisieren den Ort, sagen wir mal so. Genau, und los. Wir nehmen mal den offiziellen Weg. So, hier kommt jetzt gleich die erste Nebenquest. So, hole ich mir jetzt erstmal das Heiligtum des Asklepios, des Gottes der Heilkunde. Ich wende mich lieber an einen Arzt. Okay, nur Sandquest, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich muss mit ihm sprechen. Ach, der hat auch direkt eine Nebenquest für mich. Wenn du wegen des Läuterungsbads gekommen bist, musst du später wiederkommen. Bad oder Bad? Ich suche nach Informationen. In dem Fall kannst du dich in den Hades verdrücken. Ich muss etwas über eine Spartanerin erfahren, die vor vielen Jahren hier vorbeikam. Hat dir der Vogel ins Ohr geschissen? Ich habe strikte Anweisungen, nicht mit Söldnern zu sprechen. Insbesondere nicht über Spartanerinnen oder verletzte Kinder. Mhm. Mein Adler wird euch die Zunge rausreißen, Priester. Vergebt mir. Nicht die Zunge. Nicht wie bei Nidon. Krysis bedroht jeden, der mit der Adlerfrau spricht. Tut sie das? Erzählt mir mehr über die Frau und ihr Kind und ich werde euch nicht im Badehaus ertränken. Wie wäre das? Bitte nicht. Da liegt schon eine Leiche drin. Was soll das heißen? Schlangen. Schlangen. Sie sind überall. Müssen aus der Tholos entkommen sein. Wir halten sie für Behandlungen. Sie sind in das Badehaus eingedrungen. Haben die Schlangen jemanden getötet? Einen Patienten, der sich selbst läuterte, als sie ausbrachen. Er hat panische Angst vor Schlangen, fiel sofort tot um. Jetzt ist er selbst ein Schlangennest geworden. Wenn ich mich um dieses Schlangenproblem kümmere, redet ihr dann mit mir?
aber ganz bestimmt sogar. Das Läuterungsbad ist ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Okay. Ich kümmere mich um das Schlangenproblem. Neue Quest, genug ist genug. So, jetzt wollte ich mir aber noch eine Nebenquest abholen. Jetzt gehe ich dahin, dann da und dann da. Sorry. Aber das ist mir irgendwie gerade am wichtigsten. Ja, super, aber mich da hochklettert. Nehmen wir doch mal das Gerüst. Hallo. Warum hängst denn du da jetzt so dumm fest? Danke. Yay. Guck mal, da wird noch gebaut. Ich bin auf dem Baum gelandet. Jetzt gehe ich zu der Nebenquest. Da ist er. Sei gegrüßt, junge Frau. Bist du hier, um Asklepios zu opfern? Nein. Ich suche eine spartanische Mutter, die das vielleicht tat. Die große Göttin Hera führt sehr viele Mütter zu diesem heiligen Ort. Ich bin schon alt und kann mich unmöglich an jede einzelne erinnern. Wozu dienen eigentlich diese Steinplatten? Sie dienen der Aufzeichnung. Wir verzeichnen jeden, der zu uns kommt, samt Krankheit und Behandlung, um den Ruhm des großen Asklepios zu mehren. Dann müsst ihr euch gar nicht erinnern. Ich muss nur die richtige Platte finden. Ja, natürlich. Das ist in der Tat sehr weise. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um dir zu helfen. Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Ich suche nur nach meiner Mutter. Es ist Krysis. Sie kontrolliert jeden Priester in diesem Heiligtum. Und wird jeden vernichten, der es wagt, mit der Adlerfrau zu reden. Dann redet nicht mit mir. Führt mich einfach nur zum richtigen Stein. Gut, dann folge mir. Schnell. Wir dürfen nicht auffallen. Geht voran. Okay. Jetzt möchte ich noch da hingehen. Hier entlang. Hier drüben. Ich check das halt noch nicht, wie die Quests mit der Hauptquest zu tun hat. Aber werden wir schon rausfinden. Jetzt hole ich mir die noch ab. Da vorne ist er. Ja, siehst du. Möge Asklepios ihr weiteres Leid ersparen. Wird sie leben? Nicht, wenn die Götter unsere Gebete nicht erhören. In letzter Zeit kommen viele Kranke aus Athen in die Argolis und nur wenige gehen wieder. Das arme Mädchen leidet an derselben Krankheit. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Man hat mich vor der Adlerfrau gewarnt. Sie will nichts außer Drachmen für Blut, sagt man. Wir verschwenden Zeit, Priester. Wir können über meine Wünsche sprechen, wenn es dem kranken Mädchen wieder besser geht. Ihre Krankheit scheint unheilbar und sie breitet sich aus. Unsere Opfergaben konnten die Götter nicht erweichen. Schweine, Ziegen, alles stieß auf taube Ohren. Wir brauchen ein Biest, dessen Blut die Flammen für Asklepios entfachen wird. Und was schwebt euch vor? Es gibt Gerüchte über einen Stier mit einer Haut weiß wie Schnee. Er streift am Rande des Heiligtums umher. Geh nach Westen in Richtung Küste. Bring ihn mir lebend und ich bringe den Göttern ein Opfer dar, das sie nicht ignorieren können. Es berührt mich, dass du helfen willst. Aber ich weiß, weshalb du hier bist. Krysis ließ alle Priester schwören, der Adlerfrau keine Informationen preiszugeben. Sonst ist unser Leben verwirkt.
Doch ich diene den Göttern und Kranken. Mein Schwur gilt ihnen. Ich werde ihn finden. Okay, ja, ich helfe jetzt den Priestern. So, vielleicht sollte ich aber erstmal gucken. Nee, da will ich eigentlich noch nicht hin. Ich werde erstmal hier in der Nähe bleiben. Machen wir einen Stein gemeißelt. Ja, man muss die Sachen hier machen. Dann gehen wir jetzt da hin. Das wäre auch die in der Nähe von diesem Haus. Hallo Hühnchen, und gucken mal, was jetzt passiert. In Stein gemeißelt. Und wartet mal ganz kurz. Wie heißt die Quest eigentlich? Die Priester der Askelpolis. Ich schreibe mir das mal eben auf. Okay. In was für einem Heiligtum leben die eigenen Priester in Angst? Die Zeiten haben sich geändert, Adlerfrau. Oh, wie langsam muss ich dem noch folgen? Ich hasse das, wenn man das so langsam machen muss. Ah, an die Geschichte erinnere ich mich. Es war während des großen Helotenaufstands. Du warst damals noch ein Kind. Bitte keinen Geschichtsunterricht, nur die Details. Hier geht es um eine Frau, in deren Kehle Würmer hausten. Asklepios schnitt ihr den Kopf ab, wir entfernten die Würmer, dann setzte er ihr den Kopf im Schlaf wieder auf. Das ist nicht der richtige Stein. Ich frage mich, was Hippokrates von diesen Behandlungsmethoden hält. Hippokrates war ein guter Heiler. Er war vielversprechend. War? Er kümmert sich doch nach wie vor um die Kranken. Cool, Kopfgeld entfernt. Sie auf seine Hände. Und zu wenig auf die Götter. Wenn es um Leben oder Tod geht, sind mir Hände lieber. Sind alle Krankheitsgeschichten so haarsträubend? Nun, die Schreiber wie Thukydides, Euripides oder der launhafte Aristophanes. Jetzt gehen wir bestimmt zu den Steinen da hier, oder? Sie wollen wahrheitsgetreu werden. Aber was wirklich inspiriert, sind Größe, Magie und Götter. Dieser Stein erzählt von einem Mann mit Schwertwunden. Ein Rudel Hunde leckte sie sauber und Heureka! Wahrlich, der beste Freund des Menschen. Es ist hoffnungslos. Diese Geschichten geben den Menschen Hoffnung, Adlerfrau. Aber ich verliere meine. Erzähl mir von Krysis. Sie ist eine mächtige und gefährliche Frau. Stimmt, da vorne links gehen wir hin. Nicht immer. Sie wurde als Kind hier zurückgelassen und von den Priestern erzogen. Sie lehrten sie über die Götter. Sie lernte schnell, hatte einen ungebrochenen Willen. Und schon nach kurzer Zeit haben die Priester ihr zugehört. Sie wurde geliebt. Doch ihr Herz war erfüllt von einer Wut, die nicht besänftigt. Und was ist mit diesem hier? Lasst mich raten. Er erzählt von einer Blinden, oh, bin ich zickig? Die Augen von Schlangen sauber geleckt wurden. Da steht, aus Sparta kam mit einem Kind, bat die Götter um Hilfe. Warum wurde das Meister herausgekratzt? Oh, ich erzähle es dir. Ich kenne die Geschichte auswendig. Die Spartanerin kam schmutzig und blutend von einer weiten Reise. Wir kümmerten uns um sie, gaben ihr Essen und ein Bad. Dann ging sie. Wohin sie ging, weiß ich nicht. Das Kind war nicht zu retten. Wer könnte wissen, wohin sie ging? Wir wurden entdeckt. Triff mich später, nahe des Olivenbaums des Herakles, am Eingang des Heiligtums. Ich habe vielleicht etwas für dich. Na, was haben wir denn hier? Ein Priester und eine Söldnerin auf einem Spaziergang? Mögen die Götter mit dir sein, Pleistos. Ich war gerade auf dem Weg zum Archiv, als ich auf die Söldnerin traf. Ist das so? Und worüber habt ihr euch so angeregt unterhalten, wenn ich fragen darf?
Ist da eine Kette in seinem Hals? Der gute Priester hier erklärte mir, wie man Schwertwunden behandelt. Ja. Schwertwunden. Oh, wirklich? Und welche Behandlung schlägt unser guter Timoxenos vor? Nun, Oliven. Man legt sie in die Wunde, um die Blutung zu stoppen. Oliven? Das ist mir neu. Sehr beeindruckend, Timoxenos. Ich habe noch etwas zu tun. Ich muss gehen. Keine Ahnung. Wir behandeln die Kranken, Adlerfrau. Und wir respektieren ihre Privatsphäre. Und nun geh bitte. Deine Anwesenheit bringt nur Ärger. Was hat er für eine komische Kette? Okay. Dann gehen wir jetzt... Nee, wir machen jetzt den Part zu Ende und dann geht's da gleich weiter. Bis dann, ciao.